Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Fang frisch direkt auf den Tisch. Das ist ein Quatsch, aber es geht natürlich um Fisch. Und zwar habe ich euch heute Zanderfilet mitgebracht und ich werde das zubereiten mit einem Tomatenreis, mit Champignons, mit Mozzarella. Das wird hier in unserem Thermomix als One-Pot-Gericht für euch gekocht und wie das geht, das erkläre ich euch jetzt. Was ich bereits an Vorbereitung gemacht habe, ist, ich habe Backpapier hier in den Einlegeboden des Varomas gelegt. Das geht besonders gut, wenn ihr das nass macht, dann könnt ihr das nämlich auch hier einfach so hochdrücken und anformen, dass der Saft von dem Fisch da drin bleibt. Ihr könnt euch das natürlich so zuschneiden, aber wir in der Wunderkesselküche haben natürlich was ganz Besonderes. Das ist hier so Thermigar, das ist Garpapier extra für den Einlegeboden. Das passt also ganz genau, kriegt ihr bei uns im Wundermix Shop. Und es hat auch diese Aussparungen hier, dass da wirklich genug Dampf durchkommt, um halt eben den Fisch, den wir jetzt gleich hier reinlegen, zu dämpfen. Ebenfalls habe ich etwas Backpapier hier unten in den Garaufsatz gemacht. Den Fisch habe ich jetzt schon sauber gemacht, also kurz abgewaschen und getrocknet. Das sind 750 Gramm Zanderfilet, wirklich fangfrisch. Und das passt auch ganz genau gerade so hier rein. Ja. Aber wirklich Press. Ja. Ich hoffe, dass das trotzdem, gut, das geht ja noch ein bisschen zusammen, aber durch das Dampfgaren kommt da wirklich an jede Stelle. Ich werde das jetzt noch etwas pfeffern, ein bisschen salzen und ein klein wenig Zitronensaft drüber träufeln, wenn ich mir die Hände gewaschen habe. Wie gesagt, der Fisch ist jetzt gesalzen, gepfeffert und gesäuert und jetzt kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. Eine Kugel Mozzarella habe ich jetzt schon mal etwas kleiner geschnitten, kommt jetzt hier in den Mixtopf und wird 8 Sekunden auf Stufe 4 zerkleinert. Dann füllen wir das wieder um. Hurra, Sauerei. So, jetzt brauchen wir den Kessel, müssen wir jetzt einigermaßen sauber machen. Denn als nächstes dünsten wir unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch da drin an. Aber ich denke, das passt so, kommt man ja eh alles wieder rein. Also eine bereits halbierte Zwiebel und eine Knoblauchzehe hinein. Die üblichen 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern. Als nächstes haben wir eine Tomate, die ich bereits geviertelt habe. Die kommt ebenfalls hier rein. 200 Gramm Champignons, die habe ich jetzt auch so ein bisschen zerkleinert schon, damit das Messer weniger Arbeit hat. 20 Gramm Butter und einen guten Teelöffel hier von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühe nehmen, aber Suppengrundstock selbst gemacht, da weiß man, was drin ist. Ne? Das Ganze 3 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Da mache ich jetzt mal den Deckel drauf hier, man weiß ja nie. Jetzt wird das Ganze gedünstet. 4 Minuten auf 100 Grad in der Stufe 2. Bis gleich. So, als nächstes machen wir unseren zerkleinerten Mozzarella hinzu. Du hörst jetzt mal auf zu klingeln hier. So, ein paar Zwiebelchen hier oben noch runterschieben. Das riecht schon sehr, sehr lecker. Der Mozzarella dazu und dann mischen wir das unter, so 5 Sekunden Stufe 2. Und verteilen jetzt die ganze Masse hier oben auf den Fisch. Also es läuft zumindest mal nichts zur Seite, aber das ist schon ein Haufen Holz. Gut, ein bisschen läuft jetzt hier am Rand raus, das lässt sich natürlich nicht vermeiden, aber es ist ja wirklich so, du musst ja einfach auch die Löcher hier an den Seiten freilassen, sonst kommt ja kein Dampf durch. Ne? Und deswegen ist das auch nicht schlimm, aber wir haben ja unten auch noch Backpapier drin, das heißt, so viel
dürfte da nicht durchlaufen. Wobei ich auch unten am Backpapier etwas freigehalten habe, also ein bisschen was läuft schon durch. Ich mache jetzt den Mixtopf sauber und dann kommen wir zum nächsten Arbeitsschritt. So, eine weitere Zwiebel, die ich bereits halbiert habe und eine weitere Zehe Knoblauch, die ich ebenfalls geschält, aber noch nicht halbiert habe, werden wir 5 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinern und anschließend mit 20 Gramm Olivenöl 2,5 Minuten in der Varoma-Stufe dünsten. Vorher allerdings müssen wir das noch ein bisschen nach unten schieben. Ja, ihr wisst, Zwiebeln, die hängen immer oben. 20 Gramm mache ich jetzt nach Augenmaß, hier da jetzt die Waage anzuschalten für 10, 20, passt. So, 2,5 Minuten, Varoma-Stufe 1 und Action. So, als nächstes kommen 200 Gramm halbierte Tomaten hinein und 5 Sekunden Stufe 5 das Ganze nochmal zerkleinern. Gramm Wasser kommen jetzt dazu. Ich nehme immer komplett den Deckel ab. Ich weiß auch nicht, wie macht denn ihr das zu Hause? Also ich meine, im Prinzip würde es ja reichen, wenn ich das hier so abmache. Ich probiere das jetzt mal. Also 800 Gramm Wasser dazu. Jetzt nehmen wir den Deckel ab, weil jetzt muss der Gareinsatz rein. Also sinnvoll. Dann habe ich hier 250 Gramm Reis in unserem Garkörbchen vorbereitet. Das hängen wir jetzt hier ein. Spülen den Reis einmal, ja, kurz Deckelchen drauf. Einmal kurz so Stufe 7, dass der Reis schön nass wird. Jawohl, passt. Gut, jetzt können wir den Deckel hier auch abmachen. So, und jetzt setzen wir unseren Gareinsatz drauf. Da ist jetzt natürlich an den Seiten ein bisschen Flüssigkeit runtergelaufen, aber ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen unfallfrei hier drauf bekomme. Jawohl, aber das stockt ja auch. Und ich gieße das jetzt einfach wieder hier oben drauf. So, das Ganze wird jetzt in der Varoma-Stufe 25 bis 30 Minuten. Das kommt natürlich auf den Fisch an. Also ich mache jetzt erstmal 25 Minuten. Stufe 1 gedünstet. Bis gleich. Es ist angerichtet. Naja, angerichtet nicht, aber zumindest fertig, so mir die Glocke verkündet. Ja, da ist noch jede Menge Flüssigkeit oben drin. Ich versuche das jetzt mal möglichst unfallfrei hier zu entfernen. Aber da ist doch noch echt einiges an Flüssigkeit hier. So, dann schauen wir erstmal nach dem Reis. Der müsste ja erfahrungsgemäß durch sein. Wie kriegt man das hier eigentlich runter, ohne dass es, naja, irgendwie Sauerei ist immer ein bisschen. Also, fühlt sich gar an, ist auch schön tomatig und hat auch ein bisschen Aroma schon vom Fisch. Ich mache da jetzt einfach mal so ein Portionchen drauf. Ich finde ja 250 Gramm Reis, finde ich ja echt jede Menge Zeug. Das ist aber immer irgendwie bei den Rezepten so. Reis, Soße ist immer echt jede Menge. So, und dann schauen wir mal. Das ist wie gesagt jetzt echt jede Menge Flüssigkeit hier drin. Aber ich probiere das jetzt mal hier möglichst unfallfrei hier rauszubekommen. Boah, das sind halt auch echt riesige Filets. Na, das ist jetzt zerbrochen, aber macht nichts. Sieht aber echt gut aus. Leute, Leute, Leute. Das ist wirklich fantastisch. So, von der Flüssigkeit kann man jetzt auch ruhig noch so ein bisschen nehmen hier. Das ist jetzt zwar zerbrochen, der Fisch, aber das macht nicht wirklich was. Wenn man da von dieser Panade drüber macht, sieht man das gar nicht. Also es riecht wirklich fantastisch. Der Mozzarella zieht erfahrungsgemäß immer die größten Fäden. Und jetzt werde ich direkt mal probieren. Durch ist der Fisch. Ihr müsst da halt wie gesagt schauen, ne? Es ist so 25 bis 30 Minuten. Schaut halt einfach nach euren Filets.
wie gesagt, das waren jetzt 25 Minuten, das hat gereicht und es ist halt Thunder, ne? Es ist großartig. Fantastisch. Champignons schmeckt man sehr gut raus. Also, da kann kein Tiefkühlfisch, den man im Backofen irgendwie überbackt, mithalten. Das schmeckt wirklich absolut großartig. Der Reis ist auch gut. Klar, Tomatenreis. Hätte ich jetzt vielleicht, also er schmeckt tomatig, aber hätte ich jetzt vielleicht einfach noch ein bisschen Tomatenmark reinmachen können. Dann wäre der vielleicht noch ein bisschen roter und ein bisschen tomatiger, als er so ist. Aber das schmeckt total gut. Auch mit dem Käse und dem Champignon obendrauf. Ich finde das absolut klasse. Also hole ich mir jetzt meinen Teller, setze mich hinten in die Regie und esse das in aller Ruhe. Was auch immer ihr mit dem Fisch macht, ob ihr jetzt noch ein bisschen Tomatenmark reinmacht oder irgendwie den Reis anders zubereitet. Vielleicht habt ihr auch eine andere Idee für eine Beilage. Klar, Gemüse muss da auch auf jeden Fall noch irgendwie was dazu. Das könnt ihr aber zu Hause variieren, so wie euch das am liebsten ist. Mir ging es hauptsächlich jetzt um das Zanderfilet und das schmeckt wirklich fantastisch. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das schon ausprobiert habt oder wie ihr Fisch zubereitet im Thermomix. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal und guten Appetit. Ciao.